Heute probiere ich von Hop Details das New England IPA. Herzlich willkommen zum Knöllchbierkanal. Heute gibt es von Hop Details das New England IPA mit 8 Volumenprozent Alkohol. Ich habe schon von Hop Details das Everyday IPA probiert und jetzt kommt dieses dran. Das ist eine Brauerei aus Belgien und das hat mich vom Design so ein bisschen abgeholt. Das ist ganz witzig gemacht mit diesem Hopfen-Totenschädel da und eben mit den hypnotisierenden Kreisen drumherum. Eigentlich ganz nett. Hopfen ist ja bekanntermaßen eine Pflanze, die dem Cannabis sehr ähnlich ist, verwandt ist. Ja, hat kein THC drin, aber sie sind verwandt. Deswegen vielleicht kommt dann auch so diese Idee daher. Die Hopfen hier drin sind Citra und Mosaik, das heißt zitruslastige Hopfen und ein bisschen Beerenfrüchte würde ich erwarten. Bitterness-Einheiten sind es 45. Bei einem Naipa, denke ich, adäquat. Und ja, würde sagen, probieren wir mal. Die Brauerei ist Enigma übrigens. So. Kling, kling. Ein hellgold, gelbes, leicht trübes IPA. Ja, die erste Nase ist sehr zitruslastig, aber nicht mal Zitrone. Eher so Grapefruit, vielleicht Bergamot, so diese Ecke am ehesten. Ich habe so ein Duschgel mit Bergamot, das erinnert mich so ein bisschen daran. Obwohl das Duschgel erinnert mich immer eher an Sauna-Aufgüsse. Das ist das jetzt hier nicht, das erinnert mich nicht an Sauna. Sehr frisch. Und eine gewisse Süße hat dieser Duft einfach auch so. Verströmte Süße, nicht jetzt nur rein sauer Zitrus, sondern auch ein bisschen eine Süße. Ja, dann lass mich mal hypnotisieren und guck mal. Prost. Naipas gibt es ja diesen Begriff des Juicy. Das sind meistens welche, die noch ein bisschen mehr mit Hafer versetzt sind, dass sie wirklich so eine sämige Konsistenz haben. Aber das hat, und auf der anderen Seite sind sie sehr süß oftmals, wie so ein Saft. Und das ist extrem süß, hatte ich nicht erwartet. Also wirklich sehr süß auf der Zunge. Die Hopfigkeit kommt zum Nachtrunk ordentlich noch. Aber der ist nicht allzu lang. Muss ich direkt mal probieren. Da sind irgendwie eher saure Beeren mit dabei im Geschmack jetzt. Johannisbeeren sind ja manchmal so ein bisschen sauer. Und nicht nur süß, außer sie sind ordentlich gezuckert. Und das erinnert mich so ein bisschen. Also nicht direkt den Johannisbeergeschmack, sondern eher die Säure von so einer Johannisbeere. Es hat ein Aroma, was ich nicht so ganz kenne von IPAs und nicht von New England IPAs. Aber es ist durchaus interessant. Der Geruch ändert sich nicht großartig, wird vielleicht eher so ein bisschen schwächer. Ja. Kennt ihr Hop Details? Ich habe es, wie gesagt, in meinem normalen Getränkeladen gesehen und fand es ganz witzig vom Design. Deswegen hatte ich die beiden Flaschen mitgenommen, das New England IPA und das Everyday IPA.
Ja. Ich probiere nochmal. Ich wollte gerade sagen, die 8% merkt man nicht, aber ich denke mal, dass da ein Aroma bei ist, was tatsächlich diese stärkeren Volumenprozent Alkohol auf der Zunge machen. Also glaube ich, dass man die schon merkt. Jetzt nicht, dass man denkt, oh, das ist stark, sondern es ist irgendein Aroma durch einen stärkeren Alkohol, der, glaube ich, so zu schmecken ist, sozusagen. Gut, ja, wie gesagt, habt ihr schon mal Hop den Teist im Glas? Und wenn, wie hat es euch gefallen? Was für Nipahs oder andere IPAs empfehlt ihr mir? Lasst mir gerne ein Abo da und war ein kurzes, schnelles Video über dieses Bier. Dann sag ich mal Prost, bis bald.